Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play bzw. Let's 4 mit Junk23, dem Redaktionsgraben des Meisters Crimify fürst persönlich, dem Gründer und Inhaber von Crimo Games. Das ist jetzt mittlerweile das siebte Let's Play, Let's 4, mein Gott, ich habe es mir immer noch nicht angewöhnt. Das letzte ist eine Weile her, leider hat sich zeitlich nicht die Möglichkeit ergeben, bisher welche aufzuzeichnen. Darum holen wir das nach. Wir sehen, Gesamtspielzeit sind 2,5 Stunden. Und ich selber habe meinen persönlichen Spielstand auch noch nicht weitergespielt. Quasseln wir gar nicht groß weiter. Zeichnen wir auf. Immer wieder erinnere ich gerne daran, dass wir YouTube-Abonnenten begrüßen. Und natürlich, ihr könnt auch gerne den blöden Gefällt mir Knopf drücken. Previously on Resident Evil Revelations. Something linked to this ship. I'll send Quinn and Keith. Oh, I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Jo. Machen wir doch. Alle, die es lesen wollen, Pause drücken, lesen, weiter gucken. Danke. Alle, die es nicht lesen wollten, haben sich jetzt die Zeit gespart. Jackass here. We arrived at Valcoynon Mock Airport. This is Forkball. Good job. Get the lay of the surroundings and continue with your mission. So, how do you want us to proceed, O'Brien? Up to you. Do what you think is best. Took you two so long. At least we're here. What's up with Veltro? Not sure. We haven't found a thing. No clues, nothing. So now what? There's an underground chamber. We're preparing to storm it now. Wow, that sounds like a job for us, don't it, Grinder? Wait, we haven't received authorization yet. It's all right. We're on it, okay? Besides, if you need someone to sniff something out, ain't no one better than my boy here. Hey, I'm right here, Grinder. So, you followed Jessica home. You know where she lives now? Almost. I had her until the very end, but I lost her near the... Hey! You think I'm a stalker, don't you? You said it. Come on, let's go. Ich denke mal, wenn er ihr bis nach Hause folgt, um rauszukriegen, wo sie wohnt, dann kann man ihn schon ein wenig als Stalker bezeichnen. Feels like something's gonna jump out. Watch your footsteps. We need to stay quiet. Yeah, I know. Wir sind ganz gut bewaffnet. MG, Schrot, Pistole. Und dann haben wir hier zwei Macheten. Und natürlich den Scanner. Dann gehen wir doch mal runter. Gut, er stolpert, lässt den Schraubenzieher fallen. Wir sammeln ihn auf. Als ich hier war das erste Mal, sind wir erst ein Stück weiter gegangen. Dann brauchte ich den Schraubenzieher und dann fiel uns erst auf, dass er ihn verloren hat. Musste ich natürlich zurück.
creature attacking the staff. I said no movie talk. Gucken wir mal, was hier ist. So. Das sieht doch schon ein bisschen komplizierter aus. Das war's aber auch schon wieder. Nein, das waren keine Live-Aufnahmen. Denn, wie ihr gesehen habt, das, was dort umgeworfen ist, war das hier. Und das war vorhin schon da. Also waren es keine Live-Aufnahmen. Macht ja nichts. MG-Munition ist voll. Ihr wisst, wie es funktioniert. Pause drücken und lesen. Tja, das ging schnell. Jetzt stellt sich die Frage, beende ich dieses Let's Play hier und zeichne gleich das nächste auf? Oh, guckt mal, SS-Rang, S und S-Rang.
Ja, okay. Machen wir halt ein langes Let's Play. What's that sound? Water? Yes. It's coming from there. Es wird vermutlich ein ziemlich langes Let's Play. Aber was soll's? Hab da halt eine Menge zu gucken. Und wenn es euch zu viel wird, könnt ihr immer noch selber Pause drücken und später weiter gucken. Die Munition ist knapp. Ein Schuss für die Schrot. Okay, für die Pistole ist erstmal genug da. Eine Granate haben wir sogar noch. Dreimal Heilung. Naja. Sollten wir hinkriegen. Wie bereits im letzten Let's Play erwähnt, Let's 4, Mann, ich gewöhne es mir immer noch nicht an. Wie bereits im letzten Let's 4 erwähnt, hatte ich auf normal, was ich ja für mich spiele, hier keinen einzigen Schuss mehr übrig. Da war ein Handabdruck. Und auch da habe ich es geschafft. Sniper mit genug Munition. Aber der Sniper ist, naja, unnötig. Ich meine, wenn man keine Munition mehr hat, ist der Sniper natürlich sehr hilfreich. Aber ich denke, wir haben genug Munition, um durchzukommen. Und Gegner auf Entfernung werden wir jetzt hier erstmal nicht haben. Zumindest keine, die so weit weg wären, dass wir einen Sniper bräuchten. Nett. Wir lassen das Vieh jetzt mal am Leben. Aber auch nur, weil es einfach mehr Munition kostet, als es gerade wert ist. Gut, hier scheint gerade keiner zu sein. Mein Gott. Oder hätten wir erst die andere Tür nehmen sollen? Gucken wir mal erst an der anderen Tür. Na gut, okay. Also für alle, die nicht wissen, was das da ist, das ist heißer Dampf. Da können wir nicht durch. Obwohl ich glaube,
Also mal rein in der Theorie. Wenn man dieses Stück tauchen würde, dürfte man da eigentlich durchkommen. Verdammt. Weil der heiße Dampf, der wird ja bestimmt nicht bis unter das Wasser gehen. Aber egal. Es wäre ja zu einfach. Hier ist eine kurze Anleitung. Die uns dabei hilft, diesen heißen Dampf zu steuern. Das wir von hier aus tun, unter anderem. Ihr seht, der Dampf unten ist weg. Heißt, wir können da jetzt weiter. Parker bleibt hier. Mein Gott. Und wir dürfen natürlich wieder vorgehen. Hier hängt eine Karte. Wir werden unten bereits erwartet. Wie ihr sehen könnt, da fehlt ein Zahnrad. Gut. Wir werden schon von zwei Leuten da unten erwartet. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts. Nehmen wir erstmal Spezialzubehör. Hier liegt ein MG. Welche Waffe packen wir dafür jetzt weg? Ich würde sagen, das alte MG. Und clever wie ich bin, lade ich vorher nochmal nach. Schade ums MG, beziehungsweise eher gerade schade um die Munition. Kommen die denn alle her? So viel war doch gerade nicht da. Hört ihr das? Das ist dieses andere Vieh. Scheiße. Normales Verhalten dieses Viehs ist es, von irgendwo aus zu sozusagen sich umzusehen und wenn er mich dann findet, anzugreifen.
Mehr Munition fürs MG. Ach. Moment. There are no keys here. Oh shit. My guess is we have to start them both simultaneously. Then we really need that key. Ich mag dieses Wasser nicht. Da sieht man seinen Gegner immer erst so spät. Was in der Notiz jetzt drin stand, war das Zahnrad, wo das ist. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich jetzt einen anderen Schalter für diese Dampfablassung gedrückt habe. Was wiederum bedeutet, dass irgendwoher jetzt weniger Dampf sein muss. Und das ist hier. Verdammt. Manchmal stelle ich mich einfach nur blöd an. Da oben sind zwei Schalter. Den ersten habe ich gedrückt, um unten lang zu kommen. Den zweiten habe ich gedrückt, jetzt ist unten wieder Gas, aber oben nicht mehr. Und jetzt hätte ich noch den hier drücken müssen. Damit jetzt in dem Raum, wo wir gerade waren, kein heißer Dampf mehr herausschießt. Naja gut, der Weg war jetzt nicht so weit. Oh. Vielleicht sollte ich die doch mal langsam abknallen. Ja, da oben liegt Spezialzubehör. Kein heißer Dampf mehr. Und das fehlende Zahnrad. Ups. Da wartet jemand auf uns. Und wir haben ihn einfach ignoriert. Nun gut. Jim, everything's shot to hell in here. I'll try some repairs. Radio if it goes well. Running around in circles. You okay? I'm fine. Running around in circles seems to be what this job is about. Okay, diese Viecher sind beste. Scheibenkleister. Ich will doch nur die Schrot auswählen. Okay, ich sollte vielleicht aufhören, so viele Gegner zu ignorieren.
So, das war ein aufgeladener Tritt. Ja, wie gesagt, ich sollte vielleicht aufhören, so viele Gegner zu ignorieren. Dann nehme ich weniger Schaden. Bin auf dem Weg. Und diesmal nehme ich auch ein paar Gegner mit. Obwohl. Ja. Lass mir doch alle in Ruhe. Ich kann euch auch sagen, warum ich die jetzt doch nicht umniete. Hat einen Grund. Den nenne ich euch, oder beziehungsweise den seht ihr gleich selber, dann werdet ihr schon verstehen, warum ich nicht jetzt nochmal Munition aufbringe, um diese Gegner umzunieten. Ja, der Raum wird geflutet. We're running out of time. Damn it. Jill, it's not stopping. Gut. Da wird es langsam knapp. Ich beende das Let's Play jetzt mal an der Stelle und zeichne gleich das nächste auf. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr vermutlich, wenn ihr das hier seht, direkt das nächste sehen könnt, denn die müssen ja alle immer nacheinander erst bei YouTube hochladen und das dauert alles so schön lange. Aber was soll man machen? Wie gesagt, ich beende es. Ich danke wie immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr seht euch auch das nächste an. Ciao.